Komm, hier will ich noch mal einen, hier will ich noch angucken. Deutsche Memes. Sieht man das? Deutsche Memes, die ein Date haben. Oh. War ich da gerade im Thumbnail, Leute? Deutsche Memes. Nee, war ich nicht. Scheiß drauf. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Da auch erstmal ein Stößchen. Let's go. Ich jetzt hier alle heute einmalig, mache ich nicht oft, ist jetzt auch schon spät dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ihr kriegt jetzt jeder von mir 35 Ehre. Dankeschön. Ob es besser schmeckt als Leitungswasser. Einfach mein Cock. Einfach mein Cock. Wait, irgendwie habe ich es mir nicht so ganz so vorgestellt. Das ist einfach, wenn das ist, wenn ich versuche, warte mal, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Warte, was? Vielleicht ein Playstation-Spiel? Ein bitte was? Ein Playstation-Spiel. Ein Playstation? Was ist das denn? Playstation von Sony. Ah, die Playstation. Ach so! Playstation! Ich denke, dass der Egoismus in der Leistungsgesellschaft einfach auch gebraucht wird. Weil wenn ich nicht besser bin als mein Nachbar, dann komme ich nicht weiter, sondern dann kommt mein Nachbar weiter. So nehme ich Kai Pflaume, so nehme ich. Ich. Aber stehst du mit der Flöte an der Ansaugdüse? Aber ganz flott weg da. Die sind Kinder. Haben wir Ton? Na, wie geht's euch? Alles fein bei euch? Warum ist da ein Rentner auf dem Lego-Plakat, Paket? Super, alles wunderbar. Schauen wir doch. Ich kann nicht. Benediktum, Benedaktum. In Afrika laufen Frauen nach drum. Für uns tragen sie Kleider. Leider. Ach, Henke. Ich komme von der Straße. Ich lebe irgendwie auf die Straße. Ja. Und mich kriegt man auch nicht von der Straße. Okay. Warum ist die Klingel so weit oben? Ach, das sind Kinder, deshalb. Ich dachte einfach, die Klingel wäre sehr weit oben. Und, aber ja, es macht halt Sinn, weil es Kinder sind, ne? Gut, die sind halt klein. Das sind halt Kinder. Ja. Ja. What the fuck? Die hat einfach einen Schlagstock. Ich warne euch. Noch einmal. Yeah. I am gonna take my horses to the old town road. I am gonna ride till I... It's Friday then. It's Saturday, Sunday. Oh. It's Friday then. Das durchschnittliche, kurz gesagt, Publikum ist etwa 25 Jahre alt. So alt bin ich übrigens auch, Chad. Für die meisten Menschen ein ziemlich cooles Alter. Yeah, cool. Yeah, ich bin 25 and I'm cool, you know what I mean? Vielleicht hast du einen Job oder eine feste Beziehung. Vielleicht sogar schon Familie. Oder du steckst tief im Studium. No. Oder du machst nichts von allem. Wir müssen einen Antiga-Test machen. Ich so, ein was? Antiga-Test? Antigen. Das ist ein Antigen-Test. Antarktis-Test. Ach, Antigen! Für euch trainieren, wo kommt Mäus her? NRW, glaube ich, die Ecke. NRW? Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Mhm. Welche Zeitzone ist das? Ist der Zeitunterschied? Eine Stunde minus, ne? Und ich werde auch nichts mehr tun. So ein Ehrenbruder, Digga. Imagine, euer Vater hätte einen Job, ist so ein richtig korrekter Kerl. Richtiger Loser. Ganz ehrlich, wenn euer Vater nicht so ist wie Arno Dübel, Loser-Vater. Mir geht's gut, sieht man doch. Na, Geld läuft, die Miete wird bezahlt, Strom wird bezahlt. Ja! Oh, also. Ja, ja.
schwöre es, es ist so. Es ist so, es ist so. Du eine Junau, ein Gericht. Was? Hast du in Junau ein Gerichtsstream? Was? Bist du offen oder was? Alter, ich bin noch nie in einem Heli mitgeflogen. Dankeschön, Bro. Bist du schon mal in einem Heli geflogen? Rätz, Junge. Kevin, ich sollten sogar Heli fliegen, dann kam Corona. Ist dein Bruder denn auch Single? Warum? Ich frag nur, dieser Vogel, das war genau so eine Pflaume wie auf dem Kuchen, der auf dem Tisch stand. Aber naja, auf Obst stehe ich nun mal gar nicht. Na klar, immer. Ich gönn mir nur rein fette Mettwürstchen. Und dann gibt's obendrauf bisschen lecker Süßchen. Und mehr aber auch nicht, klar. Genau. Wisst ihr, was ich mir überlegen bin? Ja. Ich hab irgendwie Bock. Meinen Kopf gegen die Tischkante zu hauen. Okay. Gut. Ah, let's go. Okay, Digga, das war doch nicht so schlau. Noch mal zu klären. Das ist ein T. Das ist kein Penis. Es ist ein T, es ist ein Buchstabe. Ich sehe da ganz klar einen Schwanz. Ich sehe da einen Penis. Es ist ein T. Es ist ein T. Es ist kein Penis. Es ist auch kein Tenis. Es ist ein T, der Buchstabe T. Penis. Da steht Miki TV. Was soll... Da steht Mick Pimmel V. Mick Pimmel V. Miki Pimmel V. Mickys... Miki Pimmel V. Miki Pimmel V, ja? Miki Pimmel V. Was soll denn da sonst stehen? Was sollte da stehen? Da steht Miki. Und dann? Wenn du noch einmal fragst, ob ich Joe kenne, Digga, dann schlage ich dir ins Gesicht. Penis V? Miki Glied V? Es folgt Walters Surprise. Mm. Walter zieht seinen Schwanz aus der... Prego. There is a surprise for you now. So, Marta, this is, I have a big heart. I have a big key. And er redet von seinem Penis. If you want, you can open it. Would you like to do it? The door is open. A lot of pressure comes out. Man muss mir... Digga, das ist ja noch unangenehmer als das Cringe-Date von mir und Reefed, Alter. What the fuck? Dazu sagen. Das Ding ist so groß, scheint es zu sein, aber dieser eine Moment, wo es diesen Knick gibt nach links, den muss man finden. Ja, genau, genau. Und insofern ist das diffiziler, als man eigentlich denkt. This beer in the cups. Why have I not said this out loud before? Ich habe sogar die Powerbank, ich habe genau dieselbe, die habe ich hier oben. Kevin, deine Storys jucken echt keinen, also halt die Fresse und Projekte einfach meine Fresse. Es tut mir leid, es tut mir leid, ich war ja schon mal. Was ich esse? Ich esse hier Mamba-Dinger, diese Kaugummi. Boah, keine Ahnung. Hey, Heschke, danke für die Insta-Nachricht, was geht? Moin. Sag mal Alexa, dass sie ein paar Kondome bestellen soll. Alexa, bestell bitte Kondome. Also. Es sind bereits Kondome Größe XXS im Warenkorb. Oh, der Clip, meine Freunde, wurde sicherlich nicht bewusst produziert. Das, meine Freunde, ist kein gestagedes Meme. Das ist durch Zufall passiert. Ja! In der Kürze liegt die Würze. Nein, nur da ist die Grenze. Ja, für dich vielleicht, aber nicht für mich. Doch, für dich auch. Claudia, bleib doch hier. Lass mich in Ruhe. Claudia, du hast einen Vertrag. Nein, du sollst kümmern dich um dich. Ich kümmere mich um mich. Verstehe ich jetzt schon wieder alles nicht. Ich bin komplett damit überfordert und weiß nicht, was ich tun soll. Immer um 13 Uhr dann aus. Und ich glaube, Dani hatte zweimal in der Woche hatte der Französischunterricht. Mhm. Aber immer an den Tagen, wo der Französischunterricht hatte, war der auch um 13 Uhr im Bus mit uns. Wir fahren Bus, steigen S-Bahn ein und irgendwann merkt man so, Digga, Dani, hast du eigentlich nicht Französisch? Und der so,
Nee, eigentlich nicht, oder? Und es ging so lange, so, dass der nicht in Französischunterricht gegangen ist, dass dem sein Lehrer den gar nicht kannte. Der wusste gar nicht, dass der bei dem Französisch hat. Oh, bitte kleckern nicht, bitte kleckern nicht, bitte kleckern nicht. Bitte nicht kleckern. Komm. Ich schaff das heute einmal ohne zu kleckern. Was? Oh. Okay. Und jetzt? Ach du Scheiße, Digga. Oh mein Gott, meine komplette Tastatur ist voll. Schade. Och man, Digga. Also sagen wir mal, Kapi wäre zum Beispiel Design-Rap. Jeder Rap wäre ein Gegenstand. Ich wäre ein Lamborghini. Kapi wäre eine goldene Krone. Jeder Rapper wäre was anderes. Mock wäre eine Zeitung. Was wärst du im Rap? Newcomer. Falsch. Eine Tonne. Chillig. Chillig, chillig, chillig. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wiederschauen und reingehauen. Was fliegt da in dem Outro von Monte? Seht ihr das? Und reingehauen. Was ist das da? Locker flockig behaupten. Was ist das da oben? Seht ihr das? In dem Sinne würde ich einfach. Was ist das? Einfach mal locker flockig behaupten. Was ist das? In dem Sinne würde ich einfach. Mal locker flockig. Sieht aus wie ein Tropfen Pisse oder so. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Eine Mario-Münze? Okay. Kenn kein Mario.